Das Weihnachtswunder. Vereinzelte Schneeflocken tanzten um ihr Gesicht herum und legten sich wie ein weißes Gewand auf ihrer Kleidung nieder. Es war früher Nachmittag. Das dichte Schneegestöber der letzten Nacht hatte eine geschlossene Decke aus weiß schimmernden Kristallen hinterlassen, die die Landschaft wie von Puderzucker überzogen aussehen ließ. Ein kleines Mädchen mit einer roten Mütze und einer blauen Winterjacke bekleidet, stapfte über den Gehweg, der kaum noch von der Straße zu unterscheiden war. Ab und an hielt sie kurz an und trat mit ihren Stiefeln voller Wut in den Schnee, der am Straßenrand aufgetürmt lag. »Warum zum Teufel versteht mich mein Vater nur nicht? Ihm kann man es nie recht machen«, dachte sie sich, holte erneut ärgerlich mit ihrem rechten Fuß aus und trat in den gefrorenen Schnee. Lisa war das erste Mal seit der Trennung ihrer Eltern bei ihrem Vater zu Besuch, um bei ihm Weihnachten zu verbringen. Während sich dieser mit der Scheidung noch immer schwer tat und den Entschluss seiner Frau nicht verstehen konnte, hatte ihre Mutter damit ganz offensichtlich weniger Probleme. Bereits nach kurzer Zeit hatte sie einen neuen gefunden, mit dem sie die Feiertage in Tirol verbringen wollte, um den Stress der letzten Monate hinter sich zu lassen. Abgesehen davon, dass Lisa keine besonders große Lust dazu hatte, Weihnachten abseits ihrer Freunde in einem kleinen abgelegenen Dorf in der Eifel zu verbringen, in dem Internet für die meisten noch immer gleichbedeutend dem Begriff Neuland war, schien ihr Vater in seiner ganz eigenen Welt zu leben. Die Wünsche einer 16-Jährigen schienen ihm fremd zu sein und er vertiefte sich lieber in seine Arbeit. Die meiste Zeit befand er sich nur in seiner Tischlerwerkstatt neben dem Haus, in dem er kleine Krippenfiguren anfertigte, die sich besonders zur Weihnachtszeit gut verkauften. Nach einigen Tagen ließ Lisas anfängliche Faszination für die vielen Schafe, Ochsen und Hirten, die der Vater aus den Holzblöcken zauberte, nach. Sie wollte in den nächsten größeren Ort, der laut ihres Vaters einige Kilometer entfernt lag. Dieser zeigte sich jedoch von der Idee seiner Tochter, bei dem Schnee das Haus zu verlassen, weniger begeistert. Zudem waren die Straßen durch den heftigen Schneesturm in der Nacht nun kaum passierbar. Geräumt werden würden diese wohl erst wieder in der nächsten Woche. Über Weihnachten war man wohl von der Außenwelt also abgeschnitten. Für die meisten langjährigen Bewohner im Ort nichts Ungewöhnliches. Schon vor Wochen hatte man damit begonnen, Lebensmittel und andere wichtige Dinge zu besorgen, um an den Festtagen das Haus nicht mehr verlassen zu müssen. Lisa war das egal. In ihrer Wut beschloss sie, nach einem lautstarken Streit mit ihrem Vater auf eigene Faust in den benachbarten Ort zu laufen, um einzukaufen. Wutentbrannt schlug sie die Haustüre in das Schloss und marschierte los. Noch immer mit geballten Fäusten in den Taschen entschied sie sich dazu, eine kleine Abkürzung zu nehmen. Als ihre Mutter sie hierher gebracht hatte, waren sie kurz vor der Ankunft an einem Kaufhaus vorbeigefahren. »So weit kann es also nicht sein. In 2 Stunden bin ich wieder zurück, ohne dass Dad überhaupt mitbekommt, dass ich unterwegs war.« Fest entschlossen bog sie nach links in den Wald ab. Noch war es hell und die Wintersonne ließ den Schnee weiß leuchten. Nach 20 Minuten Fußmarsch war jedoch kein Ende des Waldes zu erahnen. Auch Spaziergänger, die sie nach dem Weg hätte fragen können, waren ihr bisher keine begegnet. Eisig strich der Wind durch die immer dichter stehenden Tannen und ließ den Schnee auf den Ästen hinunter auf den Boden fallen. Hinzu kam, dass es wieder begonnen hatte zu schneien. Ihre Fußabdrücke waren nach wenigen Minuten wieder bedeckt. Lisa musste sich eingestehen, dass sie mittlerweile völlig die Orientierung verloren hatte. Die langsam einsetzende Dämmerung und die immer größer werdenden Schneeflocken schürten die Angst in ihr. Erst jetzt bemerkte sie, dass sie am ganzen Körper zitterte. »Ich werde hier draußen erfrieren«, schoss es ihr plötzlich durch den Kopf. Panik machte sich breit. Es war ihr unmöglich, noch einen klaren Gedanken zu fassen. Sie konnte nicht sagen, wie lang sie schon durch den Wald irrte, doch es musste bereits Nacht sein. Die Dunkelheit um sie herum wirkte beinahe wie eine pechschwarze Wand, die alles zu verschlingen schien. Zum Glück hatte es wieder aufgehört zu schneien und die vorhin noch dichte Wolkendecke am Himmel ließ nun silbernes Mondlicht hindurch, das sich durch die Tannenzweige kämpfte und von einzelnen Eiskristallen der weiß schimmernden Schneedecke reflektiert wurde. Langsam begann sich Lisa bei diesem Anblick wieder zu beruhigen und verlangsamte ihr Tempo. Erst jetzt bemerkte sie, dass ihre Seite schmerzte, sie vollkommen erschöpft war. Sie konnte ihren eigenen Atem beobachten, der auf die eisige Waldluft traf und wie ein weißer Nebelschleier nach oben stieg und sich dort verlor. »Ich muss ruhig bleiben«, ermahnte sich Lisa, während sie sich langsam im Kreis drehte. »Es ist doch sinnlos. Ich habe keine Ahnung, wo ich mich befinde. Hätte ich nur mein Handy mitgenommen.« Ein lautes Knacken im Unterholz stieß sie plötzlich aus ihren Gedanken und unweigerlich zusammenzucken. Sie hielt die Luft an und spannte sämtliche Muskeln an. Es war absolut still. Der Schnee dämpfte sämtliche Geräusche. Hatte sie sich das Knacken nur ausgedacht?
Gefühlte 10 Minuten lang blieb Lisa wie angewurzelt an derselben Stelle stehen und lauschte in die Richtung, von der sie annahm, dass dort der Ursprung des Geräusches lag. Doch das Einzige, das sie hörte, war ihr eigenes Herz, das unnatürlich schnell pochte und wieder Panik in ihr hervorrief. Als sie das zweite Knacken vernahm, das sich deutlich näher anhörte, packte Lisa instinktiv den Beschluss zu laufen. Ohne einen weiteren Gedanken zu fassen oder auf ihre schmerzende Seite zu achten, lief sie. In welche Richtung war ihr in der jetzigen Situation vollkommen egal. Hauptsache raus aus diesem verfluchten Wald. Etwas in ihr sträubte sich und wollte stehen bleiben. Doch sie wehrte sich gegen die innere Stimme, die immer lauter zu werden schien. Äste schlugen gegen ihre Hände, die sie als Schutz vor das Gesicht hielt. Trotz des Mondlichtes betrug die Sicht nur wenige Meter. Die Bäume waren beim Laufen kaum rechtzeitig zu erkennen und sie stieß mehrmals fast mit einem der Baumstämme zusammen. Erst nachdem sie einen gefühlten Marathon zurückgelegt hatte, blieb sie stehen, lauschte und kniete sich hin. Es war wieder absolut still. Sie wusste nicht, was dahinter ihr her gewesen war, doch es hatte ihr eine riesige Angst eingeflößt. »Ich darf nicht stehen bleiben. Ich muss unbedingt in Bewegung bleiben.« Bis morgen könnte es nur noch ein paar Stunden sein, dann werde ich in jedem Fall gefunden. Wie hoch ist schon die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mitten in Deutschland verloren geht? Erschöpft und am Ende ihrer Kräfte setzte Lisa langsam einen Fuß vor den anderen. Es verlangte ungemein viel Kraft, durch den tiefen Schnee zu stapfen. Sie musste sich unweigerlich in den Gedanken rufen, wie sehr sie sich vor einigen Tagen noch Schnee gewünscht hatte. Doch bei ihrer Mutter in der Großstadt war Schnee eher eine Seltenheit. Und wenn es doch einmal schneite, dann war spätestens gegen Mittag höchstens noch ein Haufen brauner Matsch übrig. Bei dem Gedanken huschte ihr ein kurzes Lächeln über die Lippen. Wie gerne hätte sie dieses Jahr gemeinsam mit ihren Eltern Weihnachten gefeiert. Während ihre Mutter drüben in der Küche das Essen für den Abend vorbereitete, hatte sie ihrem Vater meistens beim Schmücken des Weihnachtsbaumes geholfen. Der Aufbau der Krippe hingegen war laut ihrem Vater Männersache. Schließlich hatte er diese mit den eigenen Händen hergestellt und ließ dementsprechend keinen anderen an seine Holzfiguren. Pünktlich zu Heiligabend wurde schließlich das Christkind in die Krippe gelegt. Dann erst durfte sie das nur von den Lichterketten und des Weihnachtsbaumes erleuchtete Wohnzimmer betreten, um zu schauen, ob das Christkind etwas für sie vorbeigebracht hatte. So würde es wahrscheinlich nie wieder sein. »Warum nur mussten sich meine Eltern trennen?«, murmelte Lisa vor sich hin, als ein schwaches Leuchten in der Ferne ihre Aufmerksamkeit erregte. Der kleine Lichtkegel verlor sich in der Ferne. Das Knacken von Ästen und ein Gewirr aus Stimmen durchbrach die Stille. Ab und an war das Rauschen eines Funkgerätes zu hören. Mehrere Dutzend Männer liefen mit einigen Metern Abstand zueinander durch den immer dichter werdenden Nadelwald. Mit einigem Abstand zu den Polizisten folgte ihnen ein Mann, Mitte 50, mit aschgrauem, kurzem Haar und einem Vollbart, der ihm etwas Sympathisches verlieh. Jetzt wirkte Bernd jedoch alles andere als sympathisch oder glücklich. Seine Stirn lag in tiefen Falten und er schien sich offensichtlich große Sorgen zu machen. »Warum um Himmels Willen habe ich Lisa nicht den Vorschlag gemacht, gemeinsam mit ihr auf den Skiern ins nächste Dorf zu fahren?« machte er sich selber Vorwürfe. »Wie immer habe ich nur an mich und meine Arbeit gedacht. Kein Wunder, dass Brigitte mich verlassen hat.« Bei dem Gedanken an seine Frau musste er unweigerlich mit seiner Faust in die Luft schlagen. »Aber warum hat sie sich auf diesen Idioten eingelassen und ist mit ihm ausgerechnet zu Weihnachten in den Urlaub gefahren? Sie hat Lisa und mich im Stich gelassen. Und für was? Die ganze Familie hat sie damit zerstört.« Im Grunde war Bernd jedoch klar, dass sie beide Fehler in der Beziehung gemacht hatten. Ein Zurück kam nun für beide nicht mehr in Betracht. Zu groß waren die Differenzen, zu dickköpfig beide Parteien. Besonders die Tatsache, dass seine Tochter den Streit hatte mit ansehen müssen, bereitete ihm Kopfschmerzen. Vor allem so kurz vor Weihnachten. Früher waren sie eine so glückliche Familie gewesen. Nie hätte er mit der heutigen Situation gerechnet. Nachdem Lisa verschwunden war und es heftig angefangen hatte zu schneien, hatte er gleich die Polizei verständigt. Schließlich kannte sich seine Tochter hier in der Gegend nicht aus. Bei dem Schnee und diesen Temperaturen über mehrere Stunden durch den finsteren Wald zu laufen, konnte unter Umständen tödlich sein. Hoffentlich hat sie einen Schutzengel bei sich, der sie beschützt. Zwar hatte sich die Polizei anfänglich geweigert, dass er sie auf ihrer Suche begleitete, doch nach einer langen und hitzigen Diskussion, dass er seine Tochter und auch den Wald besser kennen würde, willigten sie schließlich ein. Zudem war keine Zeit mehr zu verlieren. Ausgerüstet mit Taschenlampen, Funkgeräten und 2 Fährtensuchhunden machte sich der Trupp schließlich auf den Weg in den Wald. Man war sich einig, dass Lisa die Abkürzung genommen hatte. Der Weg um das Dorf herum war zudem bereits durch eine Streife abgefahren worden, von dem Teenager jedoch weit und breit keine Spur.
Mittlerweile hatte es wieder aufgehört zu schneien und die Sichtverhältnisse hatten sich ein wenig gebessert. Während Bernd noch seinen Gedanken nachhing, stolperte er plötzlich über eine Wurzel, die nur wenige Zentimeter aus dem Schnee herausragte, verlor das Gleichgewicht und ließ seine Taschenlampe instinktiv los, um mit seinen Händen den Sturz abzufangen. Die Lampe fiel im hohen Bogen gegen den Stamm einer Tanne und dann hinunter zu Boden. Langsam rappelte sich Bernd wieder auf und wischte sich den Schnee von seinem Mantel. »Alles klar mit Ihnen?« drang es zu ihm. »Nichts passiert, ich bin nur gestolpert«, rief Bernd zurück und beugte sich zu seiner Taschenlampe hinunter. »Verdammte Wurzel«, raunte er. Obwohl augenscheinlich noch in Ordnung, funktionierte die Lampe nicht mehr. Genervt über den Verlauf des heutigen Tages warf er sie mit aller Kraft im hohen Bogen gegen einen Baum, wodurch die Taschenlampe in mehrere Stücke zerbrach. Noch immer wütend erschrak er, als zu seiner Linken jemand mit einer tiefen Stimme in die Ferne rief. Offenbar hatten die Polizisten eine Person in einiger Entfernung entdeckt. Auf einmal ging alles ganz schnell. Trotz der Tatsache, dass er keine Taschenlampe mehr hatte, sprintete auch Bernd in die Richtung, in die die Polizisten bereits unterwegs waren. Nach wenigen Minuten erinnerte ihn sein keuchender Atem und ein starkes Stechen in der Seite, dass er in den letzten Jahren weniger hätte rauchen sollen. Doch der ganze Stress der vergangenen Monate hatte ihn wieder zur Zigarette greifen lassen. Die Schreie der Polizisten waren jetzt fast außer Hörweite, als er in die Hocke ging, um kurz zu entspannen. Die Welt drehte sich. Alles war verkehrt herum. Der Boden oben, der Himmel unten. Lisa wusste nicht, was passiert war, als sie langsam ihre Umwelt musterte und begriff, dass sie im Schnee lag. Um sie herum herrschte noch immer Dunkelheit, jedoch nicht mehr völlig schwarz wie noch vor einigen Minuten. Ihr Kopf pochte, als wäre sie gegen eine Wand gelaufen. Mit der rechten Hand griff sie an ihre Schläfe und ertastete etwas Warmes. Lisa hatte eigentlich vermutet, dass es sich dabei lediglich um Schnee handelte, der auf ihrer warmen Haut zu schmelzen begonnen hatte. Doch als sie auf ihre rechte Hand blickte, erkannte sie ihr eigenes Blut. Mit aller Kraft zwang sie sich auf die Knie, beugte sich nach vorn und schaute mit gedankenleerem Blick und am Ende ihrer Kräfte hinunter auf den schneebedeckten Waldboden, als ein roter Tropfen aus ihrem Gesicht in den Schnee fiel und sich mit den Eiskristallen vermischte. »Was ist passiert? Habe ich mir das Licht nur eingebildet?« fragte sie in den Wald hinein und war den Tränen nahe. Sie konnte sich nur daran erinnern, dass sie vor irgendetwas weggelaufen war. Waren es Stimmen gewesen? Was es auch war, es hatte ihr wahnsinnige Angst eingejagt. Dann war auf einmal alles schwarz. Kein Schnee, kein Wald, keine Stimmen und keine Hoffnung. Sie konnte nicht mehr, als ihr eine einzelne Träne die Wange herunterlief und neben dem Blutfleck im Schnee landete. »Steh auf, mein Kind«, drang plötzlich eine warme, vertrauenserweckende Männerstimme zu ihr, die in Lisa, ohne dass sie auch nur einmal aufblickte, einen Funken der Hoffnung entfachte. Behutsam half der alte Mann Lisa, sich langsam wieder aufzurichten. Noch immer drehten sich der Wald und die Bäume, doch der Mann vor ihr war seltsam klar zu erkennen. Ein weißer Bart umgab sein Kinn, langes weißes Haar kam unter seiner Mütze zum Vorschein, doch sie blickte direkt in seine blauen, gütigen Augen, die unendlich erschienen und ihr Hoffnung und neuen Mut schenkten. Er nahm sie an die Hand und marschierte mit ihr eine Zeit lang durch die Stille. Zu hören war nur der Schnee, der unter ihren Schuhen knirschte. Ohne auch nur ein Wort zu sagen, vertraute sie ihm auf eine Weise, die sie nicht begriff. Lisa hatte tausend Fragen auf ihren Lippen liegen, doch konnte sie keine einzige in Worte fassen. Doch irgendetwas in ihr sagte ihr, dass es keiner Worte bedarf. Als der Mann nach einer Weile seine Schritte verlangsamte, erblickte sie es wieder. Das Licht von vorhin. »Das Licht von vorhin!« rief sie überrascht und vor lauter Freude. Sie ging einige Meter auf das Leuchten zu und bemerkte, dass sie am Waldrand angekommen war. Vor ihr lag in einem Talkessel ein kleines, verschneites Dorf, das seinen Winterschlaf zu halten schien. In der Mitte des Dorfplatzes stand ein riesiger, geschmückter Tannenbaum mit abertausenden Lichtern. Dies musste das Licht gewesen sein, das sie zuvor erblickt hatte. Doch konnte das sein? Selbst jetzt war der Baum noch ein gutes Stück entfernt und das Dorf lag in einem Tal. Fragend blickte sie sich um. Ihre Augen suchten den Waldrand ab, doch von dem Mann, der sie hierher geführt hatte, war keine Spur. »Habe ich ihn mir bloß ausgedacht?« überlegte Lisa und fasste sich an ihren Kopf, der noch immer höllisch schmerzte. Die Straßen waren leer und allesamt von einer dicken Schneedecke überzogen. Der Weihnachtsbaum schien Lisa wie magisch anzulocken. Als sie ihn erreicht hatte, blieb sie stehen und schaute mit einem Lächeln im Gesicht zu den riesigen Zweigen hinauf. Einige Minuten später hörte sie Stimmen hinter sich. Lisa drehte sich verwundert um und erkannte schon in der Ferne ihren Vater mit mehreren Polizisten auf sie zukommen.
Freudestrahlend lief sie auf ihren Vater zu und nahm ihn in den Arm, während ihr Tränen über die Wangen kullerten. Es tut mir leid, flüsterte sie ihm ins Ohr. Mir tut es auch leid, antwortete er leise, aber überglücklich, seine Tochter unversehrt in den Armen halten zu können.